Während die Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Text, einer gemeinsamen Präsentation in früheren Zeiten oft bedeutete, dass man mühsam ein Zeitfenster finden musste und sich an einem Ort treffen musste, bietet hier die digitale Welt eine Vielzahl an Lösungen, die das Ganze viel, viel weniger kompliziert und eigentlich bequem machen. Man kann online zusammenarbeiten. Es gibt zahlreiche Tools, die das ermöglichen. Die meisten davon sind natürlich cloud-basiert. Aber was heißt jetzt eigentlich cloud-basiert? Cloud-basiert bedeutet, dass die Daten, die gespeichert werden, nicht auf dem eigenen Gerät liegen, sondern irgendwo auf einem Server, der entweder in Österreich, aber auch beispielsweise in den USA stehen kann. Dies bedeutet dann, dass man sehr genau schauen muss, welche Daten man über dieses cloud-basierte System miteinander teilt und bearbeitet. Denn es gilt immer das Datenschutzrecht des jeweiligen Landes. Das bedeutet also, steht ein Server in den USA, hat beispielsweise auch das FBI Zugriffsrecht auf die dort gespeicherten Daten. Und ich weiß nicht, ob jeder von uns möchte, dass vielleicht doch private Daten, vor allem auch sensible Daten, also Daten, die mit der Religionszugehörigkeit, mit der Sexualität etc. zu tun haben, für jedermann dort eigentlich leicht zugreifbar sind. Auch zu beachten ist, dass es durchaus Hackerangriffe geben kann und auf einmal Daten irgendwo veröffentlicht werden. Und das möchte man wahrscheinlich von den Kreditkartendaten am wenigsten. Das heißt, cloud-basierte Zusammenarbeit ist etwas Gutes. Man muss allerdings das Tool, mit dem man eben die Zusammenarbeit gestaltet, sehr sorgfältig auswählen. Einerseits natürlich nach der Zielgruppe, nach dem, woran man arbeiten möchte, aber auch nach Gesichtspunkten wie Datensicherheit und Privatsphäre.